Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Anfang November hatte ich ein Video über den Abschiedspotluck vom Henry veröffentlicht. Henry vom YouTube-Kanal Henry Lopp und ich, wir sind schon seit einigen Jahren sehr gut befreundet und haben auch einige Zeit zusammengelebt. Jetzt im Oktober haben sich unsere Wege wieder getrennt. Der Henry hat einiges dagelassen. Seine Klimmzugstange, verschiedene Hanteln, Sprossengläser, Dampfeinsatz und noch einige Kleinigkeiten mehr. Aber er hat ein ganz wichtiges Gerät mitgenommen. Das war mit so das wichtigste Gerät bei uns in der Küche. Er hat seinen hochwertigen Entsafter, den Angel Chooser, mitgenommen. Bis dahin, bis Henry eingezogen ist und sich diesen Entsafter aus Edelstahl gekauft hatte, habe ich mit dem Omega Chooser 8226 meine Säfte gepresst. Doch wenn man einmal mit dem Angel Chooser seine Säfte presst, dann kann man einfach keinen anderen Entsafter mehr verwenden. Also stand für mich die Überlegung, kaufe ich mir den Angel Chooser jetzt selber oder greife ich wieder auf meinen anderen Entsafter zurück und habe mich dann doch für den Angel Chooser entschieden. Also ich habe mir den Angel Chooser dann doch im Oktober auch gekauft, weil ich regelmäßig Säfte, vor allem grüne Säfte, in meine Ernährung integriere und ich dieses hochwertige Gerät auf keinen Fall mehr in meiner Küche vermissen möchte. Der Angel Chooser ist ein Slow Chooser, das heißt, er entsaftet das Entsaftungsgut langsam und es wird so wenig wie möglich Sauerstoff eingewirbelt. Der Angel Chooser ist komplett aus Edelstahl und ist ein hochwertiger Entsafter und das hat natürlich seinen Preis. Deswegen sollte man sich die Anschaffung eines so hochwertigen Entsafters auch gut überlegen. Da ich diesen Entsafter über 2,5 Jahre testen durfte, ist mir die Entscheidung auch ganz leicht gefallen, weil mich die Vorteile einfach von diesem Entsafter überzeugt haben. Ich habe vor dem Angel Chooser verschiedene Entsafter getestet und habe festgestellt, dass der Angel Chooser wirklich mit die beste Saftausbeute hat und wenn man regelmäßig Säfte presst, rentiert sich irgendwann die Anschaffung eines Angel Choosers. Der Angel Chooser ist ein sehr robuster Entsafter. Er ist ja komplett aus Edelstahl hergestellt und ist somit ein sehr langlebiger Entsafter. Ich habe ja schon verschiedene Entsafter getestet, auch verschiedene Entsafter schon auf und wieder abgebaut und beim Vergleich, da gewinnt auf alle Fälle für mich der Angel Chooser. Er lässt sich sehr, sehr einfach aufbauen, aber auch wieder abbauen. Auch die Reinigung geht relativ einfach vonstatten, vor allem wenn man grüne Säfte presst, also Wildkräutersäfte, Grassäfte, auch Säfte aus Sprossen. Ein bisschen schwieriger wird es beim Wurzelgemüse, Möhren und rote Beete. Da setzt sich das Sieb ein bisschen zu, da muss man einfach ein bisschen mit der Bürste mehr nacharbeiten, aber so im Großen und Ganzen lässt sich auch der Angel Chooser sehr gut reinigen. Vor circa einem Jahr habe ich schon hier auf YouTube ein Vorstellungsvideo zum Angel Chooser veröffentlicht, da habe ich mal gezeigt, was man alles mit dem Angel Chooser zubereiten kann. Ich erinnere mich noch an einen Endiviensaft, den ich gepresst habe, dann auch noch einen Saft mit Möhren, dann einen Kurkuma-Ingwer-Shot noch mit Orangen und Zitronen oder teilweise auch Äpfel. Dann kann man eine wunderbare Mandelmilch mit diesem Angel Chooser herstellen. Also schaut unbedingt mal in das Video rein. Da habe ich das alles gezeigt, wie man diese verschiedenen Säfte oder die Mandelmilch herstellt. Dann gibt es noch so einen extra Einsatz für den Angel Chooser. Da kann man zum Beispiel Mousse aus Trockenfrüchten herstellen oder auch Teige aus Sprossen, das habe ich auch gezeigt, oder Eis herstellen aus gefrorenen Früchten. Also rundum ist der Angel Chooser ein wunderbares Gerät und ich weiß ganz genau, dass ich diese Anschaffung, diese Entscheidung nicht bereuen werde. Ich stelle mit dem Angel Chooser vor allem grüne Säfte, auch gern Monosäfte her. Zum Beispiel entsafte ich mir gern Gurken oder ich entsafte gern Stangensellerie. Oder auch mal im Winter einen Möhrensaft mit Ingwer oder Zitrone. Oder ich entsafte selbstgezogenes Grünkraut und Sprossen dann wahlweise mit Gurke oder Sellerie. Oder ich entsafte jetzt aktuell auch gern Grünkohl oder Schwarzkohl, zum Beispiel mit regionalen Äpfeln oder regionaler Rote Beete. Also ein wunderbarer regionaler Saft. Schwarzkohl oder Grünkohl mit Rote Beete und Apfel. Und wer mag, gibt einfach noch etwas Ingwer dazu. Ich trinke selten Obstsäfte, aber im Herbst, Winter genieße ich doch ab und zu auch mal einen frisch gepressten Granatapfelsaft. Und es geht auch wunderbar mit dem Angel Chooser. Also ich entkerne einfach den Granatapfel bzw. öffne den Granatapfel, löse die Kerne heraus und gebe die einfach in den Angel Chooser und presse daraus einen wunderbaren Saft. Und die Kerne werden praktisch mitgepresst, aber das gibt ein wunderbares Aroma. Also so mag ich den Granatapfelsaft am liebsten.
Im Frühjahr entsafte ich auch gern hochwertige Wildpflanzen und stelle mir wirklich hochwertige grüne Säfte her. Gerade Brennnesseln und Giersch kann man sehr gut entsaften oder man gibt einfach ein paar Handvoll frisch gepflückte Wildkräuter mit zu einem Saft aus Gurke oder Möhren und wertet damit seine Säfte wunderbar auf. Also ich habe jetzt schon in den letzten Jahren einige Erfahrungen mit dem Angel Juicer machen können und er ist wirklich hervorragend für grüne Säfte geeignet. Wildkräuter könnt ihr wunderbar damit entsaften. Selbstgezogenes Gras, also selbstgezogene Gräser, Weizen, Kamut, Roggen, Dinkel, Hafer und auch Grünkraut aus Erbs- und Sonnenblumenkerngrün. Wenn ich jetzt mit meinen Beschreibungen und Bildern euer Interesse geweckt habe an diesem wunderbaren Entsafter, dann möchte ich noch auf eine ganz wunderbare Aktion hinweisen. Am Freitag, den 27.11., gibt es eine ganz, ganz tolle Aktion bei Slow Juice. Es gibt 10% Rabatt auf alles. Die haben ja da auch Mixer und Dörrgeräte und Rohkostprodukte, also einen ganz vielfältigen Shop. Schaut da einfach mal rein und dort gibt es eben auch verschiedene Modelle vom Angel Juicer. Und da der Angel Juicer ein eher hochpreisiges Produkt ist, bietet sich so ein 10% Rabatt auf alle Fälle an, um einiges an Kosten zu sparen. Ich setze euch den Link zu Slow Juice unter dieses Video, beziehungsweise findet ihr den Link auch im ersten angepinnten Kommentar. Und der Gutscheincode für die 10% Rabatt lautet SL, also ein großes S, ein großes L 2020. Ihr findet den Gutscheincode auch nochmal unter diesem Video, beziehungsweise im ersten angepinnten Kommentar. Das Vorstellungsvideo zum Angel Juicer vom letzten Jahr habe ich ja schon oben in den Infokarten verlinkt. Den dazugehörigen Blogartikel verlinke ich euch unter diesem Video, beziehungsweise findet ihr den Link im ersten angepinnten Kommentar. Da beschreibe ich auch nochmal den Angel Juicer und da gibt es auch noch ein paar Rezepte, was man so tolles alles mit dem Angel Juicer, also mit dem Sieb und auch mit dem extra Pürier-Einsatz alles so tolles herstellen kann. Ich werde mir heute auf alle Fälle noch einen grünen Saft mit dem Angel Juicer entsaften und natürlich einen Granatapfelsaft. Und in den nächsten Tagen kommt der Angel Juicer auch noch mal ganz besonders zum Einsatz. Ich lasse gerade Roggen keimen. Ich stelle nämlich aus Roggensprossen wunderbare roh vegane Lebkuchen her. Dazu gibt es auch schon ein Rezept, das kann ich euch oben in den Infokarten verlinken. Oder verwende ich einfach den Pürier-Einsatz, gebe die Roggensprossen durch den Entsafter und dann habe ich einen wunderbaren Teig. Da kommen noch ein paar wenige Zutaten in Süßungsmittel dazu. Und dann geht die rohköstliche weihnachtliche Dürrerei bei uns los und ich dürre dann fantastische Lebkuchen. Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hinterlasst mir gerne ein Feedback zu diesem Video, zu diesem Entsafter. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit, einen harmonischen ersten Advent. Sende euch ganz herzliche Grüße. Bis ganz bald, eure Silke.